herzlich willkommen, Mission Mars hier zwischen Piru Parker und Writing Bull, ein Let's Play-Duell. Piru Parker, das bin ich, Writing Bull ist der böse Sküte, der hier parallel in derselben Playlist ebenfalls versucht, den Wissenschaftssieg zu erringen. Das ist das Ziel in diesem Let's Play-Duell und wir schauen hier gerade auf unser bescheidenes chinesisches Reich. Zurzeit noch bestehend aus 7 Städten. In allen Städten herrscht Unzufriedenheit, denn unser Volk ist des Krieges müde. Ja, Kriegsmüdigkeit hier überall und zwar nicht zu knapp. Die Städte hier -4 Annehmlichkeiten, das ist alles nicht so schön, aber wir hier gerade in einer Offensive gegen die Azteken, die uns zuletzt den Krieg erklärt hatten, nachdem sie uns tausende von Jahren, muss man sagen, hier immer wieder denunziert und frustriert provoziert hatten, muss man vielleicht so sagen, denn wir sind denen gegenüber sowohl kulturell als auch forschungstechnisch als auch militärisch inzwischen haushoch überlegen. Sie haben zwar die deutlich größere Quantität hier bei ihren Einheiten, aber qualitativ liegen wir ganz eindeutig vorn. Was mir jetzt zuletzt aufgefallen ist, ich spioniere ja und ich habe ja auch meine eigenen Spione in den Folgen von Writing Bull, der Gute hat so eine kleine Forschungsoffensive gerade laufen und müssen wir natürlich aufpassen, dass er uns nicht den Rang abläuft. Inzwischen hat er mehr Forschungspunkte als wir, deswegen wollen wir hier schauen, dass wir den Krieg gegen die Azteken möglichst erfolgreich nach Hause führen, aber natürlich nebenher nicht vergessen, worum es hier eigentlich geht bei Mission Mars, nämlich um Forschung, Forschung und noch mehr Forschung. Gut, dass wir hier in Okayama in nur 6 Runden die Universität von Oxford fertig haben. Natürlich ein Forschungswunder, aber gleichzeitig müssen wir auch schauen, dass wir forschungstechnisch und kulturtechnisch weiter Richtung Wissenschaftssieg voranschreiten. Hier im Forschungsbaum wäre zum Beispiel die Chemie ein tolles Projekt, denn dort gibt es dieses Forschungslabor, das man in Campusdistrikte setzen kann, von dem wir durchaus den einen oder anderen haben. Deswegen forschen wir da mal in die Richtung. Da geht es einmal an die Sanitätsversorgung vorbei. Und die Reformkirche hatten wir zuletzt ausgewählt. Ändern wir mal um. Denn hier die Aufklärung, 100% Wissenschaft durch Campusbezirke, finde ich richtig cool. Hier war nichts dabei, was wir unbedingt brauchen. Und vielleicht können wir sogar irgendwie gucken, ob wir mal einen großen Künstler hier beschleunigen können. Vielleicht mit Glaubenspunkten, um diese Ausrichtung hier ein bisschen schneller zu erhalten. Da gucken wir mal hier in die großen Persönlichkeiten. Großer Künstler. Nee, den kriegen wir nicht. 2500 Glaubenspunkte. Da müssen wir einfach so einmal hinforschen. Eine Produktion ist noch fällig in Taiyuan. Und hier gibt es eine Werkstatt für das Industriegebiet. Und hier machen wir weiter mit unseren kriegerischen Bemühungen, die wir hier bei den Azteken haben. Wie stellen wir es hier an? Da machen wir hier einmal so. Unsere Armbrustschützen ja schon zuhauf hier mit der Beförderung, gleich zweimal pro Runde schießen zu können. So, damit wären ein paar Speerkämpfer erledigt. Der Musketier darf dieses Katapult vielleicht zerstören. Nicht ganz. Das hat nicht ganz geklappt. So, und hier geht es in Jakarta erst in der nächsten Runde weiter. Dort haben wir die Stadt momentan belagert. Diesen Armbrustschützen. Na, das schaffen die auch alleine hier, glaube ich. Den Armbrustschützen, den ziehen wir mal langsam Richtung Tenochtitlan. Und eine Runde weiter geht's hier.
Die Schwerkämpfer von den Azteken, die wehren sich hier, gehen hier in den Nahkampf mit unserem Armbrustschützen. Und auch hier, Jakarta feuert auf unseren Armbrustschützen. Die Stadt relativ schwach, 22 Verteidigungsstärke. Das dürfte relativ leicht machbar sein hier. Diesen Armbrustschützen können wir heilen und befördern. Das machen wir gerade mal. Und hier... Na, hauen wir trotzdem mal drauf. Wenn er hier einfach nur rumsteht, nützt er auch nichts. Geht viel in die Mauer, aber auch ein bisschen was auf die Gesundheit. 32, gar nicht so übel. Auch hier viele Einheiten. Also die schiere Masse von... Einheiten der KI kommen wir hier auf jeden Fall mit der vollen Breitseite zu spüren. Stellen wir es hier am besten an. Den dürfte er platt machen, allerdings könnte er sich auch heilen. Schießen erstmal hier rüber. Und du darfst gleich nochmal. Diese Beförderung, muss ich sagen, finde ich echt cool. Und na, das war ja... Quatsch. So. Dann klappt das auf jeden Fall. Nächste Runde stellen wir uns auf den Hügel hier und dann wird befördert. Azcapotzalco, noch keine Mauer. Das wäre echt super, wenn wir das noch rechtzeitig nutzen. Und die Stadt vielleicht ja erobern können. Noch solange sie noch keine Mauer hat, wird das verhältnismäßig leicht fallen. Eine Runde weiter. Montezuma möchte Frieden verhandeln, will uns so ziemlich alles geben, was er hat. Nur diese Robe des Guru nicht. Nee, ohne Robe des Guru geht hier gar nichts, mein Lieber. Er ist etwas enttäuscht, sagt er. Da muss er durch. So, wie machen wir hier weiter? Wir feuern weiter die Mauer nieder hier. Dieser Armbrustschütze könnte jetzt auch den Handelsweg plündern. Ich glaube, das ist gerade nicht so super spannend. Schaut mal, wir können hier die Stadt... Nee. Wir schießen lieber auf die Stadt, denn es sieht gut aus, dass wir die schon direkt jetzt einnehmen können in dieser Runde. Das sieht ziemlich gut aus. ...95 Gesundheit. Wahnsinn, mit einem Angriff. Holen wir uns Jakarta. Dann ist der Drops hier gelutscht und... ...die Azteken um eine Stadt ärmer. Sehr cool, wir haben die Stadt eingenommen. Natürlich wollen wir die Stadt befreien. Das ist doch völlig klar. Hier unseren Stadtstaat wieder. Ihr erinnert euch, in den ganz frühen Folgen dieser Let's Play-Reihe hatten wir mit den
mit dem Stadtstaat Jakarta ein ziemlich gutes Verhältnis, war auch ein wichtiger Handelspartner. Und zuletzt hatte irgendwann der Azteke die Stadt eingenommen. Das war ein bisschen ärgerlich, aber jetzt haben wir Jakarta befreit und sie stehen damit jetzt auch auf unserer Seite. Also alle. Oh, das ist ja auch schön. Schaut euch das mal an. Stadtstaat, City, State Name. Das ist wohl ein kleiner Bug, würde ich vermuten. Noch ist er nicht da. Gucken wir mal nächste Runde. Verändere hier mal gerade nichts. Ein bisschen mal abwarten, was hier in der nächsten Runde passiert. Das wird sich hoffentlich gleich selber beruhigen. So, den stellen wir hier auf den Hügel. Und hier gehen wir wieder in die Offensive. Oh, da ist ja. Uiuiui, da ist auch ein Armbrustschütze hier aufgetaucht. Von den Azteken. Jetzt haben die auch ein bisschen was Stärkeres hier in petto. Müssen wir aufpassen, dass wir denen nicht zum Opfer fallen. Machen wir mal mutig, feuern wir mal auf diesen Armbrustschützen und hoffen, dass unser das hier überlebt. Ihre hat es jedenfalls nicht überstanden. Du darfst hier mal dich eine Runde ausruhen und in Kyoto haben wir ein Bauprojekt abgeschlossen. Ich glaube, hier hätte ich gerne vielleicht das Ruhrgebiet gebaut. Ein Weltwunder, das ziemlich viel Produktion bringt. Das stellen wir uns mal hier in Kyoto hin. Noch 4 Runden bis zur Universität von Oxford. Eine Runde weiter. Alles gut gegangen. Jetzt müssen wir den Armbrustschützen definitiv zurückziehen. Der ist schwer angeschlagen jetzt. Simile lovis, cae lesti regno, imperium tui late patet. Optime. Irgendwas mit late datete, habe ich verstanden. 3 Jahren lobt uns für unser großes Reich. Und hier, ja, den müssen wir jetzt auf jeden Fall zurückziehen. Einmal Plätze tauschen, bitte. Und den als nächstes, bitte. So kann es doch weitergehen. Jetzt bekommt dieser Musketier hier endlich seine Beförderung. 10 Kampfstärke bei Kampf in einem Bezirk. 7 Kampfstärke gegen Kavallerieabwehreinheiten, also zum Beispiel gegen Schwerkämpfer. Haben die ja den einen oder anderen zumindest mal von gehabt. Hier zum Beispiel steht auch noch einer rum. Das scheint keinen großen Unterschied zu machen hier. Ein Bauprojekt in Taiwan. Machen wir mal hier eine Fabrik. Bisschen im Hinterkopf natürlich auch für
Für Produktion sorgen, ganz klar, denn der Wissenschaftssieg, den wir anstreben, der kostet nicht nur viel Forschung, sondern es müssen auch viele Bauprojekte abgeschlossen werden und damit ist es besonders wichtig, dass wir auch ordentlich Produktion liefern können. 3 Runden noch bis zur Universität von Oxford in Okayama. So, hier geht's weiter. Beide Armbrustschützen, die hier stehen, haben noch nicht diese Beförderung, dass sie 2-mal schießen können. Also schauen wir, dass wir das Ganze hier möglichst so aufteilen, dass wir trotzdem, dass jeder möglichst schießen kann und dass wir auch möglichst viele Einheiten mitnehmen dabei. Er kann befördert werden. Dann machen wir das hier so. Und du kriegst deine Beförderung. +7 Kampfstärke gegen Land- und Marineeinheiten. Wunderbar. Eine große Persönlichkeit ist fällig. Es ist ein großer Wissenschaftler hier in... Was hat er für eine Fähigkeit? 2 zufällige Technologien des Industriezeitalters oder Moderne löst er hier die... Das Heureka für aus. Der große Ingenieur ist natürlich auch richtig spannend. Hier gewährt 480 Produktionen für den Bau von Wundern. Haben wir doch gerade begonnen mit dem Bau eines Weltwunders. Nehmen wir den hier erstmal mit. Das Weltwunder hier in Kyoto haben wir es in Angriff genommen. Das scheint mir auch schon die richtige Lösung zu sein, das zu tun. Also noch, wie lange braucht dieser große Ingenieur dann noch? Da ist er. 12 Punkte machen wir pro Runde. 120 fehlen. 10 Runden also. Dann kriegen wir den. Und dann könnte er seine Produktion hier in das, in den Ruhrpott hier, in das Ruhrgebiet stecken. Okay. Sieht gut aus. Das machen wir. Hier wäre die Überlegung, das reicht nicht ganz. Er schafft es nicht, dieser Musketier, diesen Adlerkrieger hier mit einem Schwung kaputt zu machen. Also, wie stellen wir es hier an? Die Stadt hat noch immer keine Stadtmauern. Wenn ich das, die Grafik hier aber richtig interpretiere, seht ihr das hier, wo mein Mauszeiger entlang fährt, scheinen die daran zu bauen. Überlegung, die Stadt jetzt schon runterschießen oder erstmal noch die umstehenden Einheiten. Die Einheiten sind natürlich schwach auf der einen Seite, andererseits aber viele. Wir feuern erstmal auch diesen Streitwagen, den muss ich auf jeden Fall weghaben. Was man dem nicht gefällt, ist, dass er so schnell ist und sich so weit fortbewegen kann innerhalb nur einer Runde. Und jetzt gehen wir hier und machen den Musketier, mit dem Musketier diesen Adlerkrieger platt. Wir beginnen jetzt mal mit dem Beschuss der Stadt. Wir beginnen mit dem Beschuss von Azcapotzalco, 22 Gesundheit runtergeschossen, die wird sich natürlich nächste Runde wieder heilen, das ist natürlich klar. Aber wir müssen hier jetzt auch ein bisschen Gas geben, sonst ist da wirklich demnächst die Mauer fertig. So, 2 Heureka-Boni von diesem großen Wissenschaftler. Und hier... Du kannst auch befördert werden, das ist schönes Timing. Gehen wir nochmal eine Runde weiter.
Und nochmal das Gesuch, Frieden zu schließen. Noch immer will er mir diese Robe des Guru nicht geben. Ja, mein Freund, ohne Robe gibt es keinen Frieden. Da kennen wir nichts. Knallhart. So, und wieder natürlich mal wieder diese Frage, wie stellt man es an, von wo aus schießen? Machen wir mal so und so, dann sind wir wieder einen Adlerkrieger mehr los. Hier ebenfalls nehmen wir den hier los und du machst diesen hier kaputt. Und dann jetzt mal die Möglichkeit, hier mal vor die Tore von Tenochtitlan zu ziehen. Gucken wir mal, was passiert. Auch hier müssen unsere Einheiten noch bewegt werden. Und den Sturm auf Azkaportzalko beginnen. Das machen wir nicht mehr jetzt in dieser Folge. Wir werden unsere Kriegsbemühungen gegen die Azteken hier weiter fortsetzen. In der nächsten Folge geht's hier weiter. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Piru.